Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal nach Brilon gefahren und werde jetzt mal den Trail Round Brilon ausprobieren. Ich bin hier letztes Jahr schon einmal gefahren. Ich werde diese Runde 3B nehmen. Die geht praktisch einmal durch das gesamte Gelände. Alles weitere würde ich sagen, sehen wir gleich auf dem Trail. Also bis gleich, ciao. Ich bin jetzt unterwegs auch hoch den ersten Berg. 3B steht hier für drei Berge. Ich nehme jetzt gerade den ersten im Angriff. Geht den schönen schmalen Weg in Serpentinen zum Teil hoch. Macht schon Laune. Okay, oben angekommen, nehmen wir doch gleich mal die erste Abfahrt in Angriff. Okay, leicht verschwitzt bin ich jetzt am Berg 2 oben angekommen. Es ist doch recht warm, was sehr angenehm ist. Ja, es ging auch hier mal wieder in vielen schönen kleinen Kurven den Berg hoch. Macht schon echt Laune. Und man hat dann natürlich, wenn man oben ist, auch entsprechend die Aussicht. Okay, werde mich jetzt gleich hier fertig machen, noch für einen Moment den Ausblick genießen. Und dann geht's auf die nächste Abfahrt. So, wir machen uns dann gleich mal auf die nächste Abfahrt. Nicht die beste Linie, aber naja. So, jetzt geht so ein Stück über den normalen Weg. Den man vorher schon einmal hochgefahren ist. Und direkt weiter.
MT3B etwas verwirrend, geht dann nach rechts um die Ecke. Okay, ich bin am hinteren Teil der Strecke angekommen. Man muss hier rüber über ein Stück Schotterpiste, ein bisschen Asphalt. Kommt man hier hinten an den dritten Berg. Hier geht es jetzt immer mal abwechselnd rauf und runter. Und schon ist man im nächsten Bergaufstück. Ich hatte am Anfang, oder bevor ich mir das Rad geholt hatte, den Rahmen, ein bisschen Bedenken, wie gut das Fahrrad berghoch geht. Aber ich muss sagen, ich bin super zufrieden und habe bis hierhin auch noch keine Probleme bergauf gehabt. Außer, dass ein bisschen Kondition fehlt. Ja. So, und wieder einen Abschnitt geschafft. Und wie diese hübschen Schilder hier einem verraten, geht es jetzt in die Richtung weiter. Ich bin auf der finalen Abfahrt angekommen. Die Runde ist 17 Kilometer lang und hat ca. 500 Höhenmeter oder so, knapp über 500. Sehr abwechslungsreich.
Und hier geht es auch noch mal ein Stück hoch. Das Stück hat noch mal richtig Laune gemacht. Okay, das war der Trail Ground Brilon. Hat wirklich Spaß gemacht. Hier geht es abwechslungsreich rauf und runter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, drückt unten den Abo-Button. Ich fahre jetzt als nächstes nach Tschechien und werde dort ein wenig filmen. Das seht ihr dann allerdings erst, wenn ich wieder zu Hause bin und alles geschnitten habe. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ah, bevor ich es vergesse, da kommt ja noch so ein kleiner Bonustrail hinten dran. Also, wer weiß, wo es ist. Macht's gut.